Sylt ist mit knapp 1000 Quadratkilometer die größte Nordseeinsel in Deutschland. Man erreicht die Insel mit dem Flugzeug, per Bahn oder Schiff. Die Zugstrecke von Traunstein über München und Hamburg dauert 12 Stunden. PKWs müssen auf dem Bahnshuttle oder Fähre. Die Bahngleise auf dem Hindenburgdamm verbinden das Festland mit Sylt. 20.000 Einwohner leben dort. Die Insel hat sehr gut ausgebaute Straßen, Wander- und Radwege. Über 38 Kilometer lang ist Sylt. Die schmalste Stelle bei List misst nur 320 Meter. An der West- und Nordseite erstreckt sich ein 40 Kilometer langer Sandstrand. Alles ist sehr sauber. Die zahlreichen Dünen sind mit Wanderwegen ausgestattet und es gibt mehrere FKK-Strandabschnitte. Eine Million Gäste besuchen jährlich die Insel. In Spitzenzeiten sind 150.000 Menschen gleichzeitig auf Sylt. Die Insel hat einen vom Golfstrom beeinflusstes Seeklima. Die Durchschnittstemperaturen im Winter sind etwas milder als auf dem Festland. Der Ort Kampen gehört zu den teuersten Gegenden Deutschlands. 500 Einwohner und 1200 Zweitwohnsitze gibt es dort. Mehr dazu im eigenen Kurzfilm in dieser Videoserie. Zur Ostseite liegt das Wattenmeer, welches zum Nationalpark gehört und bei Niedrigwasser trocken fällt. Wie Jürgen Lorenzen im Video Guten Morgen Sylt schon sagte, diese Gegend ist nicht nur für die oberen 10.000, sondern für jedermann eine Reise wert.